Jo Leute, was geht? Freunde, ihr glaubt nicht, was ich gerade gesehen habe. Und zwar bin ich einfach so auf der Map von GTA 5 unterwegs gewesen und ich starte das Spiel und plötzlich sehe ich folgende Sachen, Leute. Lauter Fragezeichen auf der Minimap und ich habe mich die Frage gestellt, was ist da los, bitteschön? Ich gehe zu einem dieser Fragezeichen und sehe das hier, Leute. Und zwar eine Art Ei und das sieht ein bisschen aus wie das Alien-Ei. Allerdings habe ich gesehen, Leute, wenn ich in die Nähe von diesem Ei gehe, kann etwas in GTA 5 passieren. Und deswegen, ja, ich weiß nicht, Leute, was passieren wird, aber ich habe das Gefühl, dass aus diesem Ei etwas rausbrüten will. Hört ihr schon, Leute, wie es ein bisschen am Knistern ist? Ich glaube, Leute, wenn ich jetzt nah genug an das Ei rangehe, dann wird irgendetwas passieren. Ich hoffe mal, dass es was Gutes ist. Also, Leute, lasst auf jeden Fall mal ein Like da jetzt und wir werden auf das Ei zugehen und gucken, was passiert. Smasht jetzt Like in 3, 2, 1 und... Wow, was? Wir haben uns in ein Tier verwandelt? Okay, so wie es gerade aussieht, spielen wir als eine Ratte in GTA 5 und... Oh mein Gott, das sieht so merkwürdig aus, Leute, wie der Rasen einfach in GTA 5 aufgebaut ist. Alles klar, Leute. Ich weiß nicht, ob das was Gutes ist, aber ja, ich glaube, das Ei ist verschwunden. Wir haben eine Ratte in GTA 5 ausgebrütet und wir haben uns in dieses Tier verwandelt. Warte, ist das ein Zettel, der daneben liegt? Wir gucken uns mal an, Leute, was auf dem Zettel steht. Oh, auf dem Zettel steht also, Leute, ich muss 6 geheime Tiere freischalten, damit ich ein ultra krasses Megatier freischalte. Also ihr seht's, Leute, ich muss aus diesen 10 Boxen, jetzt sind es nur noch 9, geheime Tiere freischalten. Und wenn wir alle 6 haben, soll auf der Minimap noch ein neues Ei rauskommen. Und wenn wir das öffnen, bekommen wir ein ultra krasses, super krankes Tier, Leute. Okay, dann habe ich das Ganze verstanden. Also Leute, wir müssen es, glaube ich, hier, wie ihr sehen könnt, als Ratte jetzt schaffen, zum nächsten Spot zu kommen. Wo ist bitte schon die nächste Box? Oh mein Gott, die nächsten Boxen, Leute, sind entweder im Wasser, da komme ich mit der Ratte leider nicht hin, oder es ist hier, wow, was, wie weit ist denn der Weg dahin? Oh mein Gott, okay, Leute, das wird deutlich schwieriger, als ich denke. Ich denke, wir probieren es als nächstes Mal einfach dorthin zu gehen. Ich glaube, das erscheint mir ein bisschen machbarer. Also gehen wir mal dahin. Aber ich muss sagen, Leute, die Ratte geht schon ab, also die kann schon, ja, die kann schon schnell laufen. Also es sieht zumindest schnell aus, aber ich glaube nicht, dass es allzu schnell ist. Naja, die Ratte zählt leider nicht als eines der geheimen Tiere, denn es ist ein Tier, das auch in GTA 5 draußen ist. Es zählen nur geheime Tiere, die es normalerweise nicht in dem Spiel gibt. Boah, ich laufe jetzt gerade schon eine halbe Ewigkeit und ich bin blind einfach. Ich sehe nichts. Es ist so komisch, einfach als Ratte durch den ganzen Rasen zu gehen. Und es sieht auch übelst komisch, Leute, mit PlayStation 1 Grafik. Ich übertreibe, PlayStation 2 Grafik, Freunde. Wann sind wir denn endlich da? Meine Güte, auf der Minimap ist es noch ein bisschen weg. Ich will wissen, was das zweite Tier ist. Und ich hoffe, dass wir schon dann das erste geheime Tier freischalten. 6 Stück müssen wir, wie gesagt, sammeln. Und dann auch als sie spielen. Komm, Ratte, komm schon. Leute, motiviert die Ratte mal einfach. Let's go. Push, push, push. Die schafft das. Yo, ich glaube, wir sehen es schon. Da ist es. Sehen wir das Ei denn schon? Es ist jedenfalls direkt dort. Ich kann es irgendwie sehen, aber irgendwie auch nicht. Oder? Wait. Leute, können wir kurz mal das Bild ranzoomen? Irgendwo hier, Leute, müsste das Ei sein. Seht ihr es vielleicht schon? Warte. Ich sehe es. Es ist direkt zwischen den beiden Büschen da unten, das fast am Rasen ist. Ich glaube, da sehe ich das Ei. Oh, das ist es hoffentlich. Ich spiele jetzt schon seit über 20 Minuten als die Ratte und ich habe wirklich jetzt keine Lust mehr, als Ratte zu spielen. Ich hoffe, dass wir wenigstens ein Tier bekommen, das sich schneller bewegen kann. Ich glaube, da ist das Ei. Ich sehe es. Yo, yo, da ist das Ei, Leute. Wir haben es gefunden. Okay, dann würde ich sagen, wir werden jetzt mal herausfinden. Wow, ist das Ei groß im Verhältnis zu uns als Ratte. Also, Leute, ich würde sagen, wir öffnen dieses Ei jetzt in 3, 2, 1. Warte mal kurz. Was steht da? Es fehlen 13 Abonnenten, um das Ei zu öffnen. Oh, nee. Okay. Leute, meint ihr, wir schaffen das? An 13 Leute von euch, ne? Abonniert mal eben kurz den Kanal. Vielleicht schalten wir es dann frei. Oh, nur noch 10 Leute. Leute, abonniert mal eben ganz schnell den Kanal. Ist völlig kostenlos. 7 Leute. Komm schon. Da muss doch noch ein bisschen was gehen. 3. Jetzt. Und 0. Let's go, Leute. Wir haben es geschafft. Kuss geht an euch raus. Danke für den ganzen Support, auch über die letzten Tage und Wochen. Ich weiß, ich sage nicht öfters Dankeschön, aber wirklich viel, viel, vielen Dank, Leute, dass ihr mich so unterstützt. Alles klar, Leute. Ich würde sagen, wir öffnen das nächste Ei. In 3, 2, 1. Wow! Wir sind, Leute, zu einem Elefanten geworden. Nice. Und das bedeutet, wir haben das erste geheime Tier freigeschaltet. Dieses Tier gibt es nämlich normalerweise gar nicht in GTA 5. Und jetzt spielen wir einfach als Elefanten. Und ja, ihr wisst, Leute, was ich probieren werde. Können wir es schaffen, vielleicht sogar die Autos zu zerstören? Ich meine, wir sind als Elefant ja richtig schwer. Wir gucken mal und...
Au! Ey, was soll das? Hallo, steh wieder auf, steh wieder auf. Was erlauben Sie sich denn hier an Elefanten, bitteschön? Das gibt's ja... Hey! Stopp! Oh, okay, Elefant, bitte, geh nicht drauf. Ich muss dich upgraden. Das ist ja übelst dreist. Ich glaub's ja nicht. Wie können Sie sowas wagen, das zu tun? Ich werde sie überfahren. Wait, warum können wir Auto fahren? Hey, das macht gar keinen Sinn. Okay, wir fahren jetzt das Auto. Ich weiß nicht warum, aber es geht, Leute. Wir können als Elefanten einfach ein Auto fahren, okay. Leute, ich würde sagen, dann gehen wir mal als, dann gehen wir mal zum nächsten Ort, okay? Alles klar. Die nächste Box scheint gar nicht mal weit entfernt zu sein. Die scheint direkt hier bei den Weinfeldern, glaube ich. Direkt hier hinter dem Haus, bei den Weinreben. Da befindet sich, Leute, das nächste Tier, das nächste Ei, was wir ausbrüten können. Okay, Elefant, du musst eins lernen. Du kannst nicht Auto fahren. Ich meine, er hat... Wait. Okay, fürs Einpacken würde ich ja sagen, das war so 4 von 10. Aber hey, er hat das Auto eingepackt. Alter, das sieht so komisch aus. Aber ja, es funktioniert. Wir haben das Auto hingestellt. Okay, aber ich muss eins sagen, wir sind sehr schnell. Wir sind richtig schnell als ein Elefant. Ich hätte nicht gedacht, dass Elefanten so schnell werden können. Aber jetzt wisst ihr es. Elefanten können durchaus relativ schnell laufen. Okay, wir sind jetzt direkt, Leute, in der Nähe von dem nächsten mysteriösen Ei. Und es soll irgendwo hier sein. Ich sehe es jedenfalls auf dem Fragezeichen. Es muss sich hier in diesem Umkreis befinden. Aber ich sehe hier nicht wirklich ein Ei. Wo ist es denn? Können wir vielleicht hier durch? Nein, hier geht's nicht durch. Vielleicht hier. Ich seh's, Leute. Da ist das nächste Ei. Okay, dann gucken wir mal, Leute, in was uns dieses Ei jetzt als nächstes verwandelt. Dann werden wir mal schauen, Leute. Also, wir verwandeln uns jetzt in das nächste Tier in 3, 2, 1 und... Yo, wir sind jetzt zu einem Schimpansen geworden und, Bro, warum hält der eine Waffe in der Hand? Ich verstehe... Alles klar, okay. Yo, ich wusste gar nicht, dass Schimpansen mittlerweile, Leute, die Welt erobern, aber ja, sie lernen dazu. Okay, nice. Ja gut, wir laufen erstmal ein bisschen rum. Ich frage mich, by the way, wie kann ein Affe aus dem Ei ausschlüpfen? Leute... Bei SpongeBob ist auch ein Lagerfeuer unter Wasser möglich. In GTA 5 sollte das auch möglich sein. Okay, wo wir schon beim Thema unter Wasser sind, ich glaube, mit dem Schimpansen sollten wir wahrscheinlich in der Lage sein, auch unter Wasser schwimmen zu können. Vielleicht werden wir dort das nächste Ei ausbrüten und vielleicht kriegen wir dann ein geheimes Tier. Vorher würde ich sagen, machen wir auch so ein bisschen Action. Bäm! Aus dem Weg, sie! Aus dem Weg! Ui! Wow, der ist einfach so weggelaufen. Okay, wir sind in der Nähe, Leute, des nächsten... Oh! Ey, Mister, geht's Ihnen nicht gut? Soll ich Ihnen vielleicht da raushelfen? Oh, keine Sorge. Ich helfe Ihnen schon. Ich bringe das Fahrzeug weg von dem Stein. Ist es in Ordnung für Sie? Zack. Okay. Ah, yo, alles klar. Ey, der Schimpanse hat auch eine Panzerfaust. Okay, Leute, wir bringen das Auto jetzt auf den Weg. Und nice. Es hat geklappt. Wir haben es aus dem Stein befreit. Auch wenn man es jetzt nicht mehr benutzen kann. Aber ey, Mister, Sie können jetzt hochkommen. Sie können jetzt in das Auto einsteigen. Die Tür ist direkt bei... Okay, ich glaube, denen geht's gar nicht gut. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal unter Wasser, Leute, und suchen mal nach dem nächsten Ei. Das nächste Ei muss direkt hier unter Wasser sein und das bedeutet, wir schalten wahrscheinlich auch eine Unterwasserfähigkeit oder eine Unterwassergestalt frei. Gucken mal, hoffentlich sterben wir nicht, wenn wir jetzt tauchen oder so. Affe, kannst du auch deinen Atem anhalten? Jo, er kann seinen Atem anhalten. Let's go. Okay, dann gehen wir jetzt mal unter Wasser und suchen nach dem nächsten Ei. Mal gucken, wo es ist. Ich glaube, Leute, es befindet sich irgendwo hier. Es muss direkt hier auf dem Weg sein, oder? Sehen wir das Ei hier irgendwo? Ich glaube, da hinten ist es. Nice, Leute. Okay, wir haben das nächste Ei gefunden und das bedeutet, wir werden jetzt mal schauen, was wir als nächstes freischalten können, Leute. Let's go. Alles klar. Okay, dann nächstes Ei freischalten. Was wird drin sein? 3, 2, 1 und ihr wisst Bescheid, let's go. Oh mein Gott, Leute, wir sind jetzt das zweite Tier geworden und so wie das aussieht, sind wir jetzt tatsächlich zum Alligator geworden oder zum Krokodil. Ich weiß nicht genau, Leute, ich bin jetzt kein Experte. Ist das ein Alligator oder ist das ein Krokodil? Naja, egal, Leute, wir haben auf jeden Fall das zweite Tier schon von 6 freigeschaltet. Das heißt, 4 Tiere fehlen uns noch für das Ultratier. Wow, ich meine, es macht echt Spaß, Leute, als Krokodil so rumzuschwimmen. Hier einfach im Meer von Los Santos.
das macht schon Spaß, würde ich einfach sagen. Let's go, Leute. Essen wir ein bisschen Fische auf. Wow, Alter, let's go. Ui, let's go. Komm schon. Ein bisschen essen. Njam, 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 njam. Okay, ich weiß nicht, ob ich gerade ein paar Fische erwischt habe, aber ja, ich muss einfach eins sagen, Leute. Der sieht schon cute aus, dieses Krokodil. Es ist schon ein ganz cutes Tier. Was haben wir da hinten? Ist das ein Jetski? Oh, wir greifen den an, Leute. Wir machen den fertig. Bam, 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 bam. Komm schon, greif ihn an. Na, wer ist denn da oben? Ich habe keine Ahnung, wer da oben ist, aber ich glaube, ich komme nicht an die Oberfläche. Na los, greif den an. Na los. Ich komme da irgendwie nicht hoch. Schade, Leute. Ich glaube, wir sind nicht so ein super Megalodon-Alligator. Aber immerhin, wir können hier durch die Meere schwimmen. Und ich glaube, unter Wasser haben wir, glaube ich, noch eine Mystery Box. Die ist allerdings ein bisschen weit weg. Da müssen wir erstmal hinschwimmen. Wow, Vorsicht, Alter. Was macht der denn da? Okay, so, ich würde sagen, Leute, wir sind jetzt in der Nähe von dem nächsten Ei und es ist direkt hier. Und ich bin so gespannt, was wir als nächstes für ein Tier bekommen werden. Okay, wir öffnen das nächste Ei. Let's go! Oh, wir sind wieder an Land angekommen und wir sind zu einem Hund geworden. Okay, also ich meine, das ist ein bisschen ein harmloseres Tier als ein Alligator oder ein Krokodil, aber immerhin, okay. Wir haben jetzt zwar nur 2 von 6 Tieren, aber das bedeutet, Leute, dass die Wahrscheinlichkeit gleich viel höher ist, dass wir noch die geheimen Tiere gleich freischalten werden. Dann machen wir uns mal auf den Weg als Hund. Und guck mal, wir probieren mal. Vielleicht streicheln die uns ja, ne? Wir sind ja ein sehr, sehr süßer Hund. Vielleicht haben die ja irgendwie Bock, uns zu streicheln. Hallo, Mrs. Reagieren Sie auf mich? Guck mal, ich bin ein süßer Hund. Hallo? Hallo? Reagieren Sie auf mich? Gucken Sie mich doch mal an. Wow, die guckt einfach die ganze Zeit weg. Hallo? Magst du keine Hunde? Warum guckt sie? Leute, guck mal ihren Kopf. Die guckt die ganze Zeit weg. Hey, das ist nicht nett. Bam! Zack. Wow. Alter, wir haben sie einfach komplett auseinandergenommen. Oh, nein, 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 komm schon. Wir sind schneller Hund. Wir sind ein relativ schneller Hund. Greif an. Wow. Junge, ich wusste gar nicht, dass wir angreifen können als Hund. Und komm schon. Und bam. Ich greife jeden an. Warum hat jeder von euch eine Brille auf? Das ist nicht mal eine Sonnenbrille. Die würde dem Hund eigentlich ganz gut stehen, ne? Hund mit Brille. Ah ja, gut. Okay, wir gehen jetzt, Leute, zur nächsten Location und gucken uns mal an, was wir dann als nächstes freischalten. Boah, Leute, ich sag's euch. Es ist immer ultra ermüdend, als die kleinsten Tiere große Strecken durch die gesamte Map von GTA 5 zu laufen. Aber es wird sich lohnen. Ich glaube, das nächste Tier ist bestimmt ein besonderes Tier. Ich hoffe, dass sie dieses Mal Glück haben werden. Es befindet sich beim alten Motel in Sandy Shores. Und ich habe mich verlaufen. Ich komme hier nicht über den Zaun. Irgendwo hier muss sich dieses nächste Ei befinden. Ich sehe das Fragezeichen. Ihr könnt es ja auch sehen. Es muss hier gleich sein. Oh, nein. Ist es eine Katze? Ist es eine Katze? Eine Ratte! Eine Ratte! Ist die Ratte auf? Ah, komm, greif die Ratte an. Yes, wir haben die Ratte angegriffen. Was? Wir sind ein richtiges Raubtier. Eine Katze. Eine Katze, 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 Katze. Greif an, greif an. Los, hol dir die Katze. Hol dir die Katze. Hundi, hol dir die Katze. Yo, nein, sie ist super schnell. Warum ist sie so schnell? Ich kann nicht so schnell laufen. Na los, komm, zieh durch, zieh durch, zieh durch. Ich glaube, sie entkommt uns, Leute. Ich glaube, das bringt nichts mehr. Wir können sie nicht holen. Die Katzen sind eindeutig schneller als Hunde. Naja, gut. Dann gehen wir jetzt eben zum nächsten Ei und hoffentlich kriegen wir etwas, mit dem wir die Katze gleich jagen werden. Oh, Vorsicht. Nicht in den Pool fallen. Ich glaube nicht, dass wir sonst dann rauskommen können. Irgendwo war es doch. Hier wird das Fragezeichen nicht mehr angezeigt. Hier war es doch, das Ei. Da ist es, Leute. Da ist das nächste Ei. Und es ist unter Wasser. Ich hoffe, dass wir nicht draufgehen, wenn wir da jetzt runterspringen. Ui. Oh, Vorsicht. Vorsicht. Steh wieder auf. Okay, wir stehen wieder auf. Leute, ich darf dem Wasser nicht viel zu nahe zu kommen, weil es ist wirklich gefährlich für den Hund, wenn er unter Wasser geht. Dann war es das. Alles klar. Wir gehen jetzt, Leute. Wir öffnen dieses Ei und upgraden jetzt zum nächsten komischen Tier, was auch immer es ist. Ich meine, das Ei leuchtet grün. 3, 2, 1. Wow. Oh mein Gott. Wir sind ein Tyrannosaurus Rex geworden. Was? Okay, das ist definitiv ein Upgrade. Und damit haben wir jetzt auch das 3. von 6 Tieren freigeschaltet. Und ja, wir können auch schnell laufen. Ja, das können wir machen, Leute. Wir sind relativ schnell als T-Rex, aber ein bisschen schneller als normal. So, komm, wir greifen an, Leute. Wir machen die fertig. Los, wir machen sie kaputt. Wow. Leute, wir haben Force Field. Wir können damit alles wegstoßen, was wir hier haben. Los. Und hochspringen können wir ebenfalls. Oh, bam. Oh mein Gott. Wir haben das komplett zerstört. Yo, wir machen eben das totale Chaos als T-Rex. Also ich bin ehrlich, ich würde das schon als Tier feiern, als Ultra-Gigatier. Aber es geht noch besser, Leute. Bis zum Ende des Videos soll es auf jeden Fall dranbleiben. Und wir machen hier alles kaputt. Das ist crazy. Alles, wo wir dem zu nahe kommen, geht kaputt.
Wir schubsen die einfach komplett weg. Hui. Und Landung. Bam. Zerstört. Kommen wir noch auf das Auto drauf. Let's go, Leute. Und wir landen. Bam. Das macht mega Spaß. Okay. Aber ja, wir sollten definitiv... Wow. Ich mache hier wirklich alles kaputt gerade. Wir sollten jetzt zum nächsten Ei gehen. Ich hoffe, dass es dann besser wird. What? Wir können einfach den ganzen Zaun wegschieben. Oh mein Gott. Leute, ich glaube, somit haben wir jetzt den gesamten Zaun. Wie nice das aussieht. What? Oh mein Gott. Okay, wir gehen jetzt zum nächsten Ei. Und eines der Eier, das ich gesehen habe, befindet sich, glaube ich, im Gefängnis von GTA 5. Gut, Leute, dass wir einen hohen Sprung haben. Sonst würden wir wahrscheinlich nicht über den Zaun kommen. Also machen wir uns auf den Weg zum Gefängnis. Ich weiß zwar nicht, ob sie uns mit offenen Armen empfangen werden, aber ich bin mir eine Sache sicher. Der Zaun wird uns nicht aufhalten können. Wir werden das Ei finden, wir werden es ausbrüten. Und als was wir dann rauskommen, werden wir gleich sehen. Die Gefängnisbeauftragten hauen schon ab. Sie haben übelst Angst vor uns. Sie haben keinen Bock auf ihren Job. Sie gehen weg. Und wir gehen jetzt rein, Leute. Let's go. Oh, sind wir drin? Ich glaube nicht ganz. Ja, jetzt sind wir drin, Leute. Jetzt sind wir im Gefängnis. Und wir kriegen nicht mal Sterne, weil sie Angst vor uns haben. Ich glaube, wir sind gleich in der Nähe von dem Ei. Ja, Mann, da ist das Ei, Leute. Da ist es doch. Okay. Und ich würde sagen, ich hoffe, wir kriegen noch ein besseres Tier. Let's go. Oh, mein Gott. Wir haben den Yeti. Ich meine, nein, das ist ein Troll. Das ist ein Troll, Leute. Wir haben Troll freigeschaltet. Auch ein neues Tier. Nee, let's go. Und als Troll haben wir ebenfalls, Leute, die gleichen Kräfte. Wir können immer noch Sachen... Komm, das geht doch ein bisschen stärker, oder? Mit ein bisschen mehr Elan, mein Freund. So muss das sein. So muss das sein. Ja, Mann. Let's go. Wir sind zu einem Troll geworden. Der sieht ein bisschen aus wie der unglaubliche Hulk. Jetzt haben wir die Elektrizität von ganz Handy schon aus zerstört. Okay, Leute, wir sollten uns auf jeden Fall beeilen. Wir haben jetzt 4 von 6 verschiedenen Tieren freigeschaltet. Und das Gotttier schalten wir ja noch frei. Wo gehen wir als nächstes hin? Ich guck mal. Also ich sehe, da ist noch eine Box, Freunde. Dann gehen wir mal dahin und öffnen diese Box oder dieses Ei. Und gucken mal, was wir da haben. Okay, Leute, das Ei sollte hier sein. Also, ich denke mal, irgendwo hier muss es liegen. Wir suchen es mal. Ja, ich glaube, da ist es, Leute. Okay, wir upgraden jetzt also zum nächsten Tier in 3, 2, 1 und... Oh, okay. Jetzt sind wir zu einem Alien geworden. Ich glaube, Leute, das Alien zählt aber nicht als besonderes Tier, weil es Aliens auch in GTA 5 gibt. Also leider kein besonderes Tier. Wir haben immer noch 4 von 6. Aber ja, das bedeutet, wir haben jetzt als Alien trotzdem unsere Fähigkeiten, oder? Was haben wir denn da? Oh. Oh, okay. Wir haben unter anderem, Leute, den Appen Atomizer, so eine typische Alien-Waffe. Das ist doch mal cool. Okay, ich habe gehört, Leute, das nächste Ei soll sich im Altruisten-Camp befinden. Und naja, gut, dass wir ein Alien sind, weil ich glaube, die Altruisten, die feiern das sehr hart, wenn die ein Alien sehen, das in den Altruisten-Camp reingeht. Aber trotzdem sollten wir uns bewaffnen. Deswegen haben wir den Appen Atomizer mitgenommen. Und ich hoffe, dass wir nicht allzu böse begrüßt werden. Also, wir probieren hineinzugehen. Guten Tag, Mister. Lassen Sie mich gerne rein. Okay, kommen wir... Oh, okay. Die machen das Tor nicht für uns auf. Na gut. Dann probiere ich es eben auf die eine Art. So. So kommt man ja auch rüber, nicht wahr? Okay, wo befindet sich das Ei? Glaube ich war hier. Da war das Ei. Let's go, Leute. Okay, dann gucken wir, was werden wir als nächstes werden, Leute. Werden wir ein geheimes Tier? Wir brauchen ja noch 2, 3, 2, 1. Let's go. Okay, wir sind eine Art Pferd geworden, aber... What? Ich weiß nicht, Leute. Ich glaube, dem Pferd geht's nicht so gut. Aber ja, wir spielen gerade als Pferd. Aber jetzt, wo wir schon dabei sind, ich glaube, wir versuchen, Leute, mal zum nächsten zu upgraden. Damit wir schon mal das letzte Tier haben. Oh! 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 Okay. Alles gut, Ferdi? Ja, Mann. Ferdi-Fuchs, geht's gut. Okay, wo ist das letzte Ei? Beziehungsweise das vorletzte Ei? Weil wir haben jetzt schon wieder ein neues geheimes Tier freigeschaltet. Da ist es, Leute. Ich sehe es schon. Okay. Wir upgraden jetzt. Go! Wow, Leute, wir sind einfach ein Yeti geworden. Okay, das heißt 6 von 6, Leute. Wir haben und... Oh, wir haben es alles geschafft. Und da, Leute, wird mir auf der Minimap eine große Box angezeigt. Das muss die letzte Box sein, Leute, im heutigen Video. Da gehen wir jetzt direkt hin und... Oh mein Gott, es ist wieder Schnee in Los Santos. Das ist cool. Leute, falls ihr wieder Schnee in Los Santos haben wollt, smasht gerne den Like-Button, dann wird es dieses Weihnachten auf jeden Fall Schnee in Los Santos wieder geben. Oh, da will sich jemand mit mir anlegen. Nein!
Hey, Hilfe, 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 Hilfe. Oh, ich glaub eher nicht, ne? Ich glaub, du wirst dich nicht mit mir anlegen. Das willst du ganz sicher nicht. So, bam, okay. Dann gehen wir, Leute, jetzt mal direkt hin. Ich glaube, es befindet sich bei Mount Chiliad. Na los, let's go. Auf geht's. Da ist Mount Chiliad. Und jetzt, bam, wir sind da. Okay, wo ist das Ei? Ich glaube, Leute, ich weiß, wo das Ei ist. Wir müssen es alle wissen. Es befindet sich doch bestimmt hier. Und, yo, wir haben es freigeschaltet. Let's go, Leute. Seid ihr bereit für das letzte Ei? Oh mein Gott, ich bin ready. Let's go. Wow. Was sind wir denn, Alter? Sind wir aus Pirates of the Caribbean oder so? Wir sind irgendwie so ein Tintenfisch-Ungeheuer-Supermonster geworden. Und wir können fliegen. Yo, besser geht's einfach nicht, Leute. Oh nein. Oh Gott. Leute, wir haben diese Kräfte. Wir haben diese Kräfte freigeschaltet. Oh, bam. Alter, das ist Wahnsinn. Wir können einfach die gesamte Stadt, Leute, zerstören. Okay, weißt du was? Ich probiere eine Sache aus. Mal gucken, ob es funktioniert. Let's go, Leute. Wir machen einen riesigen Meteoritenschauer. Jetzt auf Los Santos. Hat's geklappt? Ja, es hat geklappt, Leute. Nice, Leute, Meteoritenschauer wird gestartet. Oh mein Gott, wir haben, Leute, ganz Los Santos einfach für uns erobert. Das ist, Leute, das Gotttier in GTA 5. Oh boy, ist das crazy. Okay, was können wir noch machen? Können wir das Winewood-Schild zerstören? Ich würde sagen, wir probieren es mal. Ich glaube aber... Ah! Wow, ich habe mich selbst getroffen, einfach mit den Meteoriten. Guckt euch dieses Chaos an, Leute. Wir gehen mal in die Innenstadt damit. Let's go! Okay, ich glaube, der Helikopter. Ja, Mann, komm. Können wir den Helikopter zerstören? Bäm. Wo ist er denn? Oh, er stürzt gleich ab. Wir fliegen mal dagegen. Oh nein, der Helikopter stürzt ab. Oh Gott, bitte rettet den Helikopter. Ja, Mann. Und er ist weg. Er ist einfach deinstalliert. Vorsicht vor diesem riesigen Kometen. Oh Gott, Leute, die ganze Stadt macht gerade Panik, während wir Schnee haben. Wow. Oh Gott. Oh. Wuhu. Und wir haben irgendjemanden erledigt. Leute, damit will ich auf jeden Fall sagen, damit beende ich das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, falls ihr mehr Upgrade-Episoden haben wollt. Und abonniert den Kanal. Wir sehen uns. Haut rein und ciao.